machen. Hallo. Hallo. Mann, Mann, Mann. Ja, mit dem Ding musst du schnell fahren, da kannst du ja auch nicht. Ich. Mein Fahrer. Ja, hätte er sein können. Mal aufpassen. Ja. Ist ja auch eine Stimme. Gut, dann nehmen wir jetzt. Okay. Ja. Hatten Sie auch noch Trinken hier? So haben die auch noch Trinken hier zum Verkauf? Guck ich nachher gleich. Okay, machen wir ganz entspannt. Ja. Ich habe Wasser. Okay, machen wir gucken mal gleich. Sag mal einen Namen bitte. Wagner. Ja, ach, hier hat er das. Kennzeichen war? BOW. Bertha Otto Justaf. Genau, 36. Ja, gut, okay. Hast du was Besonderes? Alles, denke ich mal. Für die Prüfung vorbereiten. Ja, mir ist bloß darum, ihr müsst euch dann nur ein bisschen abstimmen, dass euer Termin hier kommt. Ja, sage ich dir gleich nochmal. Hier gibt es ja Regeln. Genau, ja, macht erstmal in Ruhe. Ja. Okay. So. Ja. Und hier bitte. Danke schön. Ich war hier vorhin ja das letzte Mal mit meiner Freundin. Die Regeln kenne ich nicht mehr. Weil ich muss doch nicht fahren. Also, alles Viehzeug. Ja, die wollen dich mal sehen. Das ist der Grund. Aber ansonsten im Kreis fahren, hinten aufpassen mit dem Roten. Also ich werde einfach hinter jemanden fahren und damit ich die Route mehr fahren kann. Das macht man das mal. Wir hatten nicht schneller als 30 hier. Und wie groß so ein zwischen uns Abstand sein soll? Ja, so, dass immer wenn einer fertig ist, dann kann der nächste. Also nicht mit der Runde, also mit der Übung. Also wenn jemand Slalom macht, immer schön hinten warten. Das hat okay. Sinn. Gut, dann. Was habe ich gemacht? Die Kopplung kommt sehr früh. Ich muss die ein bisschen länger noch schleifen lassen. Ach so. Mach ganz entspannt. Und beim Anmachen brauchst du kein Gas geben. Das machst du ja so. Ich habe meine Brille vergessen. Kannst du mir geben?
Danke. Fährst du los, aber wirklich nur mit Kupplung, nie Gas geben dabei, okay, bei den Slalom. Und du musst, kannst ja gucken, wo ungefähr die 5 km. Für mich jetzt für mich geht es jetzt so, schalten, ein bisschen angewöhnen. Genau. Aber ja, nur ein kleiner Hinweis mit dem Slalom. Also wirklich nur gucken. Naja, in der Fahrschule werde ich natürlich anders machen. Aber also kannst ja dann schon mal dich vorbereiten und dann sagt er so. Nicht schlecht. Okay. Von welcher Seite soll ich? Von rechts oder von links laufen? So egal, ja? Da ist ja egal bei dir. Hä? Hey, wenn du Wasser brauchst in meinem Rucksack, findest du. Ich würde gerne was anderes probieren. Ja, was denn? Irgendwie einen Kreis fahren oder so, klein ja, Kreis. Hier ist das ja eine 8x4 hier. Ja, das würde ich gerne probieren. Ja, dann mach das einfach, fahr rein, Blickführung, weißt du ja, auf die Mitte richten. Wohin? Mitte? Mitte.
Und dann guck einfach mal, fahr mal einfach einen Kreis. Einfach einen Kreis. Die anderen mal vorbei. Okay. Noch langsamer. Das war zu langsam. Das war zu langsam? Ja, da wirst du instabil. Okay. Ihr merkt eben. Und das will sie dann auch nicht. Von der okay. Oh.